Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf MKORs Kanal. Ich bin der Mats und ich habe die Ehre, euch heute eine neue Folge meiner Serie Let's Denk zu präsentieren. Thema ist die Manipulation durch die heutigen Massenmedien, insbesondere in Bezug auf Nachrichten. Viel Spaß mit dem Video. Unsere Welt ist von Nachrichten dominiert. Praktisch jeder Deutsche hat Handy- und Internetzugang und wir verbringen durchschnittlich mehrere Stunden am Tag allein an Bildschirmen. Jeder kennt die großen Zeitungen und Magazine und es ist praktisch nicht mehr möglich, nicht informiert zu sein. Medien sind überall, schütten uns mit Informationen zu und wir lassen uns nicht selten auch davon beeinflussen. Der Slogan "Bild dir deine Meinung" ist bei vielen traurige Realität. Viele Massenmedien bieten schnelle und kompetente Berichterstattung und mittlerweile kann sich jeder über einen beliebigen Themenbereich informieren und ohne viel Aufwand andere Meinungen einholen. Man kann sein Wissen über die eigene Perspektive hinaus erweitern und wird gegebenenfalls auf ganz neue Zusammenhänge und Sachverhalte aufmerksam, die man sonst überhaupt nicht bemerken würde. Medien bieten eine Orientierung in der heutigen Informationsflut und vermitteln zwischen Politik und Bürgern, aber die wichtigste Aufgabe der Medien ist die Kontrollfunktion. Nichts passiert mehr, ohne dass die Menschen davon erfahren. Medien bringen Probleme und Missstände in der Gesellschaft ans Licht, erzeugen damit öffentlichen Druck und zwingen die Verantwortlichen einzugreifen. Verbrechen wie in der Nazizeit werden mit den neuen Medien und objektiven Journalismus statt aufgezwungener Propaganda schon viel früher ans Licht gekommen. Der moderne und professionelle Journalismus ist also sehr wichtig für unsere Gesellschaft. Doch tatsächlich werden wir durch unser Fernsehprogramm und ebenso unsere Printmedien immer mehr manipuliert und Medien werden gezielt zur Propaganda und Kontrolle genutzt. Zeitungen wie die Bild haben eine enorme Macht über die öffentliche Meinung. Und da jedes Medium Käufer und Zuschauer braucht, wird alles getan, um diesen zu gefallen. Informationen werden gezielt nach Sensationspotenzial sortiert und potenziell Uninteressantes einfach ignoriert. Es wird also nicht mehr nach Relevanz berichtet und um die Leser zu beruhigen, zementieren Medien eher allgemein akzeptierte Ansichten, statt auch kontroverse Themen sachlich zu diskutieren. Außerdem wird heute durch versteckte Werbedeals und Sponsorings von Zeitschriften, TV-Sendungen und sogar Kinofilmen gezielt manipuliert. Alles ist auf Profit ausgerichtet und großzügige Zusatzeinnahmen stehen an der Tagesordnung. Da ist es dann auch nicht mehr so wichtig, ob James Bond, Aston Martin oder eben ein BMW fährt. Die mediale Aufmerksamkeit wird auch von Extremisten zu Werbezwecken verwendet. Nach Anschlägen oder Demonstrationen wird in den Medien zum Beispiel durch Bekennervideos regelmäßig das eigene Gedankengut verbreitet und sozusagen gratis Werbung gemacht. Durch die riesige Konkurrenz ist heute alles auf Schnelligkeit ausgelegt und Glaubwürdigkeit und Objektivität verlieren an Wert. Alles bezieht sich auf wenige Quellen, die sich immer wieder gegenseitig zitieren und die Echtheit einer Information muss nicht immer gegeben sein. Wenn sie sensationell genug ist, lässt sich so etwas ja auch im Nachhinein prüfen. Die Zeitung wurde dann ja schon gekauft. Das geht sogar so weit, dass die Tagesschau aus Krisengebieten lieber Videos von YouTube zeigt, als sich selbst ein Bild von der Lage dort zu machen. Aber liebe Redakteure, die Quelle Internetvideo sollte in einer von GEZ-Milliarden bezahlten Nachrichtensendung besser nicht verwendet werden. Und auch wenn es wegen Sicherheitsbedenken nicht anders möglich ist, 3 Jahre alte Folterszenen aus dem Irak versehentlich als syrische Gefängnisaufnahmen zu bezeichnen, macht nicht gerade glaubwürdiger. Aber auch die Politik versucht gezielt die Medien für ihre Zwecke zu benutzen. Allein durch das Timing eines Beschlusses ist der Nachrichtenwert enorm zu beeinflussen. Als die Bundesregierung während des Halbfinals der Fußball-EM das umstrittene Meldegesetz beschloss, kümmerte sich niemand um das eigentlich sehr kritische Thema. Die Aufarbeitung des verlorenen Spiels gegen Italien war den Journalisten anscheinend wichtiger. Gerade als Journalist darf man es sich mit seinen Quellen nicht verscherzen. Wer kritisch berichtet, wird einfach beim nächsten Mal nicht mehr eingeladen, kann also im Zweifelsfall nur die Berichte anderer wiederholen und das möchte wohl keine Redaktion riskieren. Auch die Bilder, die verwendet werden, um ein Thema näher zu bringen, sind sehr entscheidend. Bei Berichten über Klimawandel und CO2 wird häufig schwarz-grauer Rauch aus Fabrikschornsteinen gezeigt, obwohl CO2 eigentlich farb- und geruchlos ist. Warum? Weil die politische Schlagkraft so verringert werden würde. Die Seite WikiLeaks hat mit ihren unabhängigen und ungefilterten Berichten einen Strich durch diese Rechnung gemacht und prompt wird die Seite gesperrt und Julian Assange angeblich allein aufgrund einer Vergewaltigungsklage wie ein Staatsfeind international gejagt. Und was machen wir? Wir glauben vorbehaltlos alles, was uns erzählt wird. Und wir sind auch dazu gezwungen, denn heute ist die Technik so weit, dass man uns alles Mögliche vorspielen kann, ohne dass wir es merken.
Videobearbeitung und vorher aufgezeichnetes Filmmaterial, das populärste Beispiel ist der hier zu sehende Moment bei der Fußball-EM, verfälschen die Wirklichkeit so stark, dass wir uns bei nichts mehr sicher sein können, wie real es tatsächlich ist. Wenn man alle Medien kontrollieren würde, könnte man dem Volk alles erzählen. In manchen Ländern, beispielsweise mit Internet- oder Pressezensur, würde wohl selbst ein gefälschter Krieg bei entsprechender Berichterstattung vorbehaltlos geglaubt werden. Und das ist ebenfalls ein sehr wichtiger Punkt. Wir haben ja die Pressefreiheit. Wir haben doch das, wofür andere unter Einsatz ihres Lebens kämpfen. Und was machen wir daraus? Familien im Brennpunkt und Berichte über Promi-Streitereien. Droht der Journalismus also in den nächsten Jahren auszusterben? Ersetzt Dauersucht Frau demnächst die Tagesschau? Es wird an allen Ecken und Enden manipuliert. Die Spaßgesellschaft hat sowieso keine Lust auf Nachrichten. Und Kachelmann war für manche Medien das wichtigste Thema eines ganzen Monats. Warum also überhaupt noch professionellen Journalismus? Weil jemand bei all dem Getöse das Wichtige vom Unwichtigen trennen muss, das Interessante vom Belanglosen. Weil jemand sich die Zeit nehmen muss, für uns zu forschen und uns aufzuklären über die Dinge außerhalb unseres Umfelds. Weil jemand da sein muss, der uns neue Perspektiven aufzeigt und nicht bloß Akzeptiertes wiederholt. Weil jemand dem Menschen Orientierung bieten muss in einer verworrenen, schnelllebigen Welt. Und weil jemand all die Mächtigen dieser Welt kontrollieren muss. Weil guter und professioneller Journalismus die vierte Säule der Demokratie ist und jede Enthüllung über Missstände dazu beiträgt, die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Die heutigen Medien bieten gerade für den ernstzunehmenden Journalismus enormes Potenzial. Wenn das richtig genutzt wird, dann ist mit dem Internet nicht das Ende, sondern die Renaissance des niveauvollen und gut informierten Berichts gekommen. Was können wir als Kunden tun? Nun, wir haben genauso Verantwortung wie die Produzenten. Und solange Familien im Brennpunkt mehr Zuschauer hat als Reportagen und Nachrichten, wird sich am Programm nichts ändern. Sicher ist nicht alles an den Medien auch gut, aber Journalismus, sogar auf YouTube, ist ein harter Kampf um Aufmerksamkeit. Und wer sich professionelleren Journalismus wünscht, der sollte diesen auch unterstützen. Allerdings müssen wir uns immer darüber klar sein, dass jede Nachricht, ob vom Berichterstatter selbst oder anderen Menschen, gefiltert und verändert wurde. Und sich gelegentlich nach der Intention eines Berichts zu fragen, kann nie schaden. Natürlich sind auch meine Videos teilweise manipulativ aufgebaut, das möchte ich auch gar nicht bestreiten. Aber alle meine Videos sind inhaltlich korrekt und es ist ja nicht zu übersehen, dass ich immer auch meine eigene Meinung einfließen lasse. Thinking is Entertainment und diese Art von Video setzt genau das um. Es soll ja nicht anstrengend sein, mir zuzuschauen. Ab jetzt werdet ihr öfter von mir hören, denn der Jan wird demnächst jedes neue Video von mir 3 Tage verzögert bei sich hochladen. Es wird also alle paar Wochen auch ein Let's Think auf diesem Kanal geben. Lasst mir doch euer Feedback zum Video da, Meinungen zum Thema schreibt ihr aber bitte unter das Video auf meinem Channel, dort läuft die Diskussion ja schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr meine Let's Think schon 3 Tage früher sehen und mich unterstützen wollt, dann abonniert auch meinen Kanal, würde mich jedenfalls sehr freuen. Das war's soweit von mir. Ich bin der Mats, freue mich auf die Diskussion mit euch und verabschiede mich. Bis zum nächsten Video.